ChatGPT ist in aller Munde. Die sogenannte künstliche Intelligenz schreibt eigenständig Zeitungsartikel, wissenschaftliche Abhandlungen und bei Bedarf auch mal die Hausarbeiten für Schüler und Studenten. Aber was hat das denn mit uns Musikern im Tonstudio zu tun? Ganz einfach, pass mal auf. The last summer I loved was alive. The memory's bound, but it's time to say goodbye. Richtig. Das habe ich nicht selbst geschrieben, sondern ChatGPT. Aber auch wenn viele Menschen ChatGPT verteufeln und mal wieder den Untergang des Abendlandes prophezeien, bin ich da etwas entspannter und pragmatischer. Denn genau wie so eine Rechtschreibkorrektur nicht automatisch zur Arbeitslosigkeit für unzählige Deutschlehrer oder Buchlektoren geführt hat, so wird auch ChatGPT Autoren und Texter nicht unbedingt in die kreative Wüste der Bedeutungslosigkeit schicken. Ich persönlich mag die Analogie zur Rechtschreibkorrektur in der Textverarbeitung übrigens sehr, sehr gerne, denn damit wird aus ChatGPT nicht einfach nur ein Ersatz für einen Menschen, sondern vielmehr ein Werkzeug, das den Menschen die Arbeit leichter machen soll. So wie ein Hammer natürlich auch den Nagel leichter in die Wand bekommt als eine Faust, so sieht's aus. Und wenn du als Kreativer jemals vor dem Schreckgespenst Schreibblockade gesessen haben solltest, dann ist dir nahezu jedes Hilfsmittel recht, diese hinter dir zu lassen. Oder vielleicht bist du ja auch noch gar nicht so gut im Texten und Komponieren oder willst dich einfach nur mal frisch inspirieren lassen. Bei all dem kann dir ChatGPT helfen, ob das wirklich funktioniert, aber das schauen wir uns jetzt einfach mal direkt am Beispiel an und vor allem, wie es geht. ChatGPT ist immer nur genauso gut wie der Mensch, der auch davor sitzt. Das ist schon mal beruhigend und deswegen gilt wie bei jedem neuen Werkzeug, setz dich einfach damit ein bisschen länger auseinander und schon macht es das, was du willst. Für ChatGPT im Besonderen bedeutet das, je genauer du formulierst, was du haben möchtest, umso besser ist das Ergebnis. Schreibst du also als Aufgabe zum Beispiel, schreib einen Songtext, dann bekommst du als Ergebnis, klar, hier ist ein Song, den ich für dich geschrieben habe. Vers 1. Ich sehe die Sonne aufgehen, ein neuer Tag beginnt. Ich spüre die Kraft in mir, alles ist möglich. Reimt sich noch nicht mal, ne? Ich bin bereit für Abenteuer, bereit für das Leben. Ich will jeden Augenblick genießen, jeden Schritt gehen. Denn ich weiß, dass jeder Moment zählt, jeder Atemzug, jeder Herzschlag. Ich will die Welt entdecken, ich will leben, ich will jeden Moment genießen. Naja gut, also es klingt jetzt nicht extrem lyrisch oder sonst was, irgendwie, es reimt sich sehr wenig, also probieren wir es einfach mal ein kleines bisschen präziser aus. Wie wäre es denn mit, schreib einen Songtext mit 2 Strophen und einem Refrain über den letzten Sommer, also so eine Art Coldplay irgendwie auf Deutsch oder sagen wir mal Revolverheld auf Deutsch. Mal gucken, was rauskommt, ne? Okay, müssen wir nochmal neu laden, das heißt, ich kopiere mal den Text hier, bei ChatGPT gibt es manchmal auch Probleme, also nochmal neu laden und einmal rein. So. Vers 1. Es war ein Sommer voller Licht und Wärme. Die Sonne brannte hell und das Meer war klar. Wir lagen auf dem Strand und fühlten uns frei und jeder Augenblick war ein Traum. Na, reimt sich auch nicht wirklich, ne? Chorus. Oh, es war der letzte Sommer, den wir nie vergessen werden. Voller Freude, Lachen und Abenteuer. Ein Sommer, den wir nie vermissen werden. Naja, also ich würde mal sagen, wir stoppen mal hier das Generieren des Textes. Vielleicht noch nicht präzise genug, aber probieren wir es doch einfach mal mit Folgendem. Schreib 2 Strophen und einen Refrain in englischer Sprache mit jeweils 4 Zeilen für einen Song über die erste Liebe und ihr Ende am letzten Sommer. Vers 1. Summer nights and city lights, first love was all we knew. We danced under the starry skies with hearts as warm as the summer dew. But time has passed and summer's gone, the feelings changed, the love was gone. We tried to hold on, but it was wrong and now our hearts are beating to a different drum. The last summer our love was alive, the memories burn, but it's time to say goodbye. First love, it fades like a sunset in the sky, leaves us with just the memory of the last summer our love. Wie schön, kommt direkt vom Herzen. Ah, ich kann es nicht anders sagen. Eine kleine Inspiration auf jeden Fall. Jetzt fehlt noch eine Akkordfolge. Machen wir nochmal, schreib eine Akkordfolge für einen traurigen Love-Song. Hier ist eine mögliche Akkordfolge für einen traurigen Love-Song. Ich nehme mal die Gitarre dazu. Dann Vers C, G, A-Moll, F. Und im Chorus dann F, G, A-Moll. Kann man nochmal wiederholen.
Und du siehst, ChatGPT ist nicht der Untergang des Abendlandes, aber ein feiner Quell der Inspiration. Je nachdem, wie präzise du formulierst, was du genau haben möchtest. Oder auch einfach mal nur eine neue Denkrichtung. Wie gesagt, stell dir ChatGPT einfach vor als neue Art von Rechtschreibkorrektur. Und wie ich auch ohne ChatGPT einen neuen Text schreibe, das habe ich dir in diesem Video hier in meiner Mini-Reihe Wir schreiben einen Song verraten. Klick da als nächstes rein, da sehen wir uns dann. Bis dahin, mach's gut und Yassou!